60, also ich nehme mal an, dass ihr mit LCD spielt und mit einem ganz normalen 60 Hz Monitor, gehen wir erstmal davon aus, dann liefert eure Grafikkarte zum Beispiel 30 Bilder pro Sekunde. 30 Bilder, das heißt 30 stagnierende Bilder. Ein Bild, das bei euch auf dem Bildschirm angezeigt wird, das bleibt dafür ein 30stel einer Sekunde. Und währenddessen bekommt ihr keinen weiteren Input, also keine weiteren Informationen, die euer Gehirn über Bewegungen oder so aufnehmen könnte. Habt ihr 60 Bilder pro Sekunde, bleibt ein Bild nur ein 60stel einer Sekunde auf dem Bildschirm. 60 Hertz. 60 Bilder pro Sekunde. Klingt ein bisschen primitiv, ich weiß, aber mehr Bilder heißt mehr Input. Je mehr Informationen ihr bekommt, desto genauer könnt ihr arbeiten. Denn wenn man zu wenig Bilder hat, dann kann einem sowas passieren. Man zielt, oh ne, ein bisschen zu weit rechts, oh nein, zu weit links, oh ja, nachjustieren. Dann könnt ihr nicht genau arbeiten. Vor allen Dingen, ihr könnt nicht schnell genau arbeiten. Wenn ihr viel Zeit habt und wisst, ah ja, da vorne läuft ein Gegner, oh, da ist er, ja, ich kann Luft holen, zack. Oh, ich kann Luft holen, zack. Da spielen die Frames keine Rolle, also nur recht wenig. Da spielt es dann eher eine Rolle, ob ihr laggy seid, ob der andere laggy ist oder ob das Spiel vielleicht der Netzcode schlecht programmiert ist, wie ja teilweise hier in Battlefield 4 vorhanden. Aber sobald es darum geht, dass ihr euch schnell bewegt und euch schnell umgucken müsst, zum Beispiel, ihr müsst viele Informationen von eurer Umgebung aufsammeln. Ihr kommt in ein Gebiet, wisst nicht, wie die Lage ist und... Wow, das sind zwei Gegner. Die wären jetzt zum Beispiel schon getroffen. Sie sind zwar flach und sie haben so ein paar Pappenheimer, aber die wären zum Beispiel schon getroffen. Und das heißt, wer schnell Informationen sammeln will, braucht auch ein gutes Bild. Ein gutes Bild kriegt ihr durch viele Frames pro Sekunde. Okay, jetzt habe ich mich schon ein bisschen wiederholt. Es tut mir leid, aber ich, wie ihr es vielleicht sehen könnt, habe alles auf Low gestellt. Erstens, ich habe nur eine Mittelklasse-Grafikkarte. Zweitens, mein Bildschirm, wie ihr vielleicht an den schwarzen Rändern oben links und rechts sehen könnt, habe ich nur ein 1280 mal 1024 Bildschirm. Aber ich habe konstante 100 Frames. Das ist... Mag einer denken, du hast nur einen 60 Hz Bildschirm, warum 100 Frames? Es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber je mehr Bilder euer Computer berechnet, desto eher kann er sich quasi entscheiden, oder besser gesagt, desto eher kann sich der Bildschirm entscheiden, welche er darstellt. Und insgesamt, obwohl es sehr merkwürdig klingt, weil wenn ich mich so bewege, merkt ihr immer noch so ein kleines Ruckeln im Bildschirm. Das liegt nicht an meiner Maus, das liegt einfach nur an den geringen Frames. Aber selbst auf dem 60 Hz Bildschirm bringen die 100 FPS etwas. FPS, Frames per Second, Bilder pro Sekunde, nichts anderes. Alles eine Sache, ob Hertz, FPS oder Bilder pro Sekunde, es ist immer dasselbe. So. Jetzt haben von euch manche natürlich ein bisschen mehr Geld. Die Leute, die mehr Geld haben, die können zum Beispiel sagen, ich kaufe mir einen 120 Hertz Monitor. Scheiß drauf, ich habe eine dicke Grafikkarte drin, die mir viel Bilder pro Sekunde liefert, auch auf einem Full HD bei 120 Hertz. Und das ist eine ordentliche Rate an Informationen, wenn ihr euch mal das zusammenrechnet. Für jedes einzelne Pixel. Also für diese fast 2 Megapixel auf dem Bildschirm. Das Ganze mal 120 für die 120 Hertz, mal die ganzen Farben, unterschiedlichen Farben, die es gibt. Ja. Und es sind dann schon ein paar Gigabyte, die da an euren Bildschirm geliefert werden müssen. Und da muss halt die Grafikkarte ordentlich ackern. Die Frage, warum spiele ich auf Low? Dazu ein kleiner Ausflug in die Technik. Es ist recht einfach gesagt. Wenn ihr zum Beispiel Anti-Aliasing und hohe Texturen... Oh, da habe ich mich ein bisschen festgebackt.
Wenn ihr hohe Texturen, Anti-Aliasing und anisotropischer Filter, obwohl der recht wenig ausmacht, aber auf Maximum habt, dann ist es, weil ihr kennt es ja, macht ihr das an, gehen die Frames runter. Also von zum Beispiel ursprünglich 120 bleiben bloß noch 40 übrig. Das heißt, irgendwas hindert die Grafikkarte daran, diese 120 Bilder pro Sekunde zu liefern. Was könnte das sein? Leistung. Das heißt, ein Pixel wird ja, also wer sich gerne mal die Theorie durchlesen will, ein Pixel wird bei Anti-Aliasing häufiger abgetastet, damit es insgesamt das Bild weicher wirkt. Wie ihr oben seht, die Kanten ist alles ziemlich eckig und es flimmert, die Kanten flimmern. Man sieht es an den Kanten in der Entfernung, die flimmern, wenn ich mich bewege. Und um das weich zu zeichnen eben, um eben nur die Kanten weich zu zeichnen, muss Rechenarbeit geleistet werden. Und das verzögert das Bild, das von der Grafikkarte berechnet wird, bis es zum Bildschirm kommt, etwas. Es sind nur Millisekunden, die das verzögern, aber diese Millisekunden sind, wie ich euch wahrscheinlich schon gezeigt habe, entscheidend. Und wie ihr seht, es muss einfach verdammt schnell gehen. Es ist nicht unbedingt genau auf die Entfernung, wie ihr seht, wie viele Anläufe ich brauche, um diese auf die Entfernung hier zu treffen. Aber es ist eben unglaublich schnell und effizient, wenn ihr direkt vor ihm steht. Ist natürlich ein kleines bisschen eine Übungssache, aber wenn ihr besser werdet, dann könnt ihr das in viel mehr Situationen anwenden. Und hier habe ich mir zum Beispiel dann eben Zeit gelassen zum Zielen etwas. Alles ein kleines bisschen Übung. Aber was dann auch dazu kommt, ist ein bisschen die psychologische Komponente, Selbstbewusstsein. Man hat so das Gefühl, ja, wenn ich so mache, dann kann es ja sein, dass ich nicht treffe. Und wenn ich ihn nicht treffe, dann könnte ich sterben. Leute, das ist ein Ego-Shooter, in dem ist geplant, dass man irgendwann mal stirbt. Man ist zwar umso besser, je weniger man stirbt und trotzdem Leute tötet und trotzdem die Ziele erfüllt, die einem aufgetragen wurden. Aber so, jetzt habe ich mal wieder gelabert und habe mich irgendwie selbst im Kopf ausgeschaltet. Genau, psychologische Komponente. Es ist aber trotzdem wichtig, das Selbstbewusstsein zu haben. Ich ziele nicht genau. Es muss alles schnell gehen. Das heißt, ihr müsst, wie manche gern behaupten, die Eier haben, es einfach zu machen. Ihr könntet natürlich auch aus der Hüfte schießen. Das geht natürlich auch. Ist aber etwas ungenauer. Und diesen Mittelweg zwischen zum Beispiel, wenn ihr um die Ecke rennt und da ist sofort einer, wow, pam, pam, oh, da ist er schon wieder daneben gegangen. Wie ihr seht, es ist eine recht ungenaue Sache. Und je mehr ihr euch bewegt, das seht ihr ja, desto ungenauer wird es. Aber eben, um dieses Selbstbewusstsein zu haben, einfach zu sagen, oh, da ist ein Gegner, pam, pam, pam. Dazu muss man ein kleines bisschen Selbstbewusstsein haben. Manche haben das, manche haben es eben nicht. Und dieses Video ist eben genau für solche Leute, die eben nicht dieses extreme Selbstbewusstsein haben und genau wissen, um zu sagen, ich riskiere mein Leben, ich gehe mit meiner Sniper an die Front. Also an die Front. Sorry für das Englisch. Aber ich gehe trotzdem rein, obwohl ich mein Leben riskiere. Ich gehe vorne rein, schalt einen nach dem anderen aus, wechsle auf meine Secondary, kill vielleicht noch den einen oder anderen, nachladen, in Deckung gehen und mal wieder raus. Den ersten, den zweiten und den dritten runtergesprayt. Wieder auf die erste. So, das sind wieder welche. Oh, es muss schnell gehen. Auf die Secondary gewechselt. Nachgeladen. Secondary. So. Und jetzt habt ihr schon, wenn ihr es überrascht, 5 Leute getötet. Das heißt, diese Methode ist für den Nahkampf extrem effizient. Denn die Zeit,
um auf die Secondary zu wechseln, zu zielen und zu wissen, oh, die Position des Gegners hat sich geändert, ich muss mein Ziel nachjustieren. Das sind alles Sekunden oder besser gesagt Millisekunden, die ihr nicht habt. So. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Ich habe zwischendurch versucht, immer mal wieder ein bisschen zu schießen. So, in Gewohnheit. Ich habe auch schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. So, ein, zwei. Oh, und das sieht man. Ich bin auch nicht unfehlbar. Das heißt, falls jetzt einer denkt, boah, voll der Pro, nix ist. Ich habe noch viel zu lernen. Ich denke mal, ihr habt noch ebenfalls viel zu lernen, selbst wenn ihr es schon könnt. Denn nur weil man glaubt, etwas zu können, heißt es nicht, dass man der absolute Oberpro drin ist. Und Headshot auf die Entfernung muss einfach sein. Zum Beispiel muss ich aber sagen, bewegte Ziele auf diese Entfernung zu treffen. Da geht mir die Munition aus. Ist für mich auch noch nicht so einfach. In Battlefield 3 konnte ich das eigentlich ziemlich gut. Also da war alles unter 150 Meter, ob Bewegung oder nicht Bewegung, war da eigentlich ein Headshot. Aber ihr solltet vermeiden, zu zielen, zu schießen und warten, bis euer Schuss ankommt. Das heißt, sowas ist, wenn ihr nicht sofort weiterschießen wollt und wisst, dass um euch rum nichts ist, ist ein absolutes No-Go. Deswegen, sofort, wenn ihr geschossen habt, sofort wieder raus. Euch umgucken, ist die Situation klar? Nächster Schuss. Der kann auch mal daneben gehen. Das gehört dazu zum Menschsein. Nur eine Maschine, nur ein Bot ist unfehlbar. Ihr seid ein Mensch, ihr setzt Schüsse daneben. Und trotzdem immer weiter versuchen, immer dran weiterarbeiten. Wenn die Leute jetzt alle gestanden wären, das wären alles Headshots gewesen. So. Ich habe meine vollen 11 Kugeln verballert. Und fast jeder davon war ein Headshot. Und ich habe nicht sehr lange gebraucht. Das war erstens dank meiner guten Waffenauswahl. Und zweitens dank meiner Übung. Das heißt, ich habe meine eigenen Ratschläge befolgt. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wenn ihr Spaß habt, dann guckt weiter vorbei, schreibt mir was in die Kommentare, was auch immer. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding abschießen kann. Ich lasse mich ziemlich leicht ablenken. Ja, deswegen gehabt euch wohl, meine Freunde.